Komm, also Revanche, warum nicht? Auch wenn ich wieder verliere, warum nicht? Er war nicht schlecht, er war nicht schlecht. Nimm noch mal Elite. Ich versuch's noch mal mit der Elite. Mal gehe ich richtig voll rein. Das Ding ist halt, er hat Scharfschützen. Ne? Wenn ich dann mit den Raupen eigentlich voll reingehe, hat er da eigentlich keine Chance. Okay, Overlord. DG, warum? Warum? Jetzt versucht er mit dem Overlord sich zu rächen an mir. Levelt, meine Crawler, levelt. Problem ist, sein Overlord levelt auch. Aber ich kann jetzt darauf reagieren, indem ich einfach mit Scharfschützen dagegen arbeite. Weil der ja sofort im Kampf gebunden ist mit den kleinen Einheiten. Oder ich besorge mir auch einen Overlord. Aber 800 Flocken, ne? Das glaube ich in nächster Runde nichts. Also das kriege ich nicht hin. So viel. Und ich muss den ja auch noch erst mal freischalten. Ich muss den ja auch erstmal freischalten. Darum erstmal das hier. Reagieren Sie. Oh, ich hätte Crawler leveln können. Egal, mache ich in der nächsten Runde. Ding ist, er hat seinen Overlord ziemlich weit vorne positioniert und er kann keine Crowd-Einheiten davor positionieren, sodass meine Scharfschützen eigentlich sofort immer das Raumschiff attackieren. Aber natürlich, Flugeinheiten haben auch ein Upgrade, was denen dann halt auch wieder erlaubt, sich frei positionieren zu können. Deswegen wird er das wahrscheinlich tun. Oh, er hat Scharfschützen. Er flankt mit dem Scharfschützen. Okay, alles klar. Allerdings auch zwei. Okay, und diesen Flow müssen wir jetzt aufrechterhalten. Jetzt muss er auf uns reagieren und das müssen wir aufrechterhalten. Nicht mehr, dass wir auf ihn reagieren, sondern er auf uns. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwas crazy, irgendein crazy Stuff ausdenken. Wie gesagt, entweder auch ein Overlord oder irgendwas anderes oder so, keine Ahnung. LP von Overlord erhöht sich um 60, der Angriff sinkt um 30. Nee, das ist doof. Und meine Crawler. Ich glaube, ich pumpe auch mehr Crawler, weil er jetzt auf. Weil er jetzt so auf Sniper und krasse Einheiten geht.
keine Ahnung. Ja, und der positioniert ihn um. Wohin? Ja, der flankt von der Seite. Na, prima. Das hatte ich schon fast befürchtet. Und er setzt Wespen ein. Oh. Okay, die aber sofort aus der Luft geballert werden. Oh, Leute, ist scheiße da unten. Ja. Müssen wir den... Er legt sich mit den Panzern an. Okay, jetzt müssen wir ihn raussnipen. Bitte. Schnell, danke. Ja. Aktion, Reaktion. Ich glaube, ich nehme nochmal das. Ja, genau. Das Reichweiten-Upgrade für die. Dann haben sich die Panzer auf jeden Fall ein Upgrade verdient. Jo. Mal sehen. Er wird jetzt bestimmt einen zweiten Overlord. Genau da. Okay, alles klar, Diggi. Jetzt reagiere ich schon wieder auf ihn. Wie macht er das nur? Ah, Wespen zieht er hier auch rein. Er besiegt sogar meine zwei Level 3 Sniper mit seinem Overlord. Ist das schlecht? Okay, Blues auf ganzer Linie. Schade. Drüsenlord. Schwierig. Ich baite hier schon wieder den Overlord von ihm. Der zweite. Oh, ein dritter. Okay. Digi. Okay. Den anderen setzt da um. Nach da oben. Schön. Ach nee. Er vertauscht die. Er hat die jetzt vertauscht. Okay. Okay. Ich noch nicht so ganz, aber. Okay. Nimmt er 9 rein. Den Mr. Flanken. Auf jeden Fall auf, kriegt schön viel EP. Die Positionierung von dem hier war nicht so klug, aber das merkt er auch gerade. Das war alles nicht so klug, was er gerade gemacht hat. Okay, saftiger Sieg. Wir bleiben mal dran.
Okay. Wie sie sich hier tummeln. Ja, die kriegen halt gleich den Scharfschützen, ne? Bin gespannt. Ich muss auch bei den Overlords freischalten, dass die Wespen produzieren. Damit ich das Ziel von denen, dieses Atomziel, einfach ein bisschen diffuser mache. Was ich meine? Da hätte ich meinen Speer reinsetzen sollen. Den Overlord haben wir gleich genau vom Himmel geholt, sehr gut. Mit dem anderen sind wir jetzt dran. Schön. Schön. Nice. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, was ich richtig mache, aber irgendwas muss ich richtig machen. Routy Fawn funktioniert sehr gut, deswegen wird die auch von mir belohnt. Das war so eine No-Brain-Runde jetzt von mir. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich hoffe, es war kein Fehler. Wir haben jetzt alle ein Reichweiten-Update. Das ist nicht so gut. Also sieht zumindest von einem Flank ab. Weil er weiß, dass die halt ewig brauchen, bis sie da sind. Ah, okay, er hat einen Overlord von mir kaputt gemacht. Er hat jetzt nur noch einen, der ist gedebufft. Und ich habe auch noch einen. Ich habe aber noch meine Scharfschützen. Und meine Level 4 Crawler. Erstmal schön für Ablenkung sorgen, während meine Scharfschützen den wegballern. Ah! Er hat noch meinen weggemacht. Schade, sonst wäre es, glaube ich, ein Win für mich gewesen. Jetzt versucht er bestimmt mit allen Möglichkeiten zu gewinnen. Deswegen gehen wir hier mal ein paar Schilder auf die Crowd. Ein bisschen. Holen uns noch so ein Gerät. Der gleich den da angreift. Von der Seite kommt sozusagen.
Okay. Ich sehe, was er vorhat. Ich sehe es. Sie. Okay. Grüß Nord. Ich hoffe, sie entscheiden sich bald. Okay, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das Problem ist, dass diese Crawler jetzt erstmal die drei binden werden im Kampf, ne? Und bis die tot sind, die sind Level 4. Und der Sniper hat ja auch mächtig mit denen zu tun. Kam jetzt eine Rakete rein. Verstehe ich. Irgendwie. So, hier oben der Overlord räumt auf. Er räumt auf. Das ist sehr gut. Der funktioniert sehr gut an der Stelle. Vom Sniper. Ja, sehr gut. Brauche ich ein bisschen noch mehr Sniper-Action hier. Er hat jetzt nur noch wieder diesen einen. Kapitulation. Okay, ich habe gewonnen. Gewonnen. Okay, guck mal. Kampfkraft 13. Ey, warum nicht? Warum nicht? Ja, sehr schön.